Das ist von Webasto, ist eine Originale. So sieht das Ding aus. Mhm. Eidosch, da haben wir ja schon alles angeschlossen. Das hier alles kostet 290 Euro. Hoschke, das ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Golf 6, unser Winterprojekt. Apropos Winterprojekt, was ist das Wichtigste im Winter, Eidosch? Wärme. Wärme, das ist so. Ich hasse das. Du musst dir vorstellen, du bist wie so müde, du bist im Zeitdruck, du willst zur Arbeit, es hat geschneit, wir haben Minusgrade und dann gehst du da rein, voll kalt, die Tür geht kaum auf, dann kriegst du die Tür auf, dann startest du den Wagen, dann musst du kratzen, vielleicht hast du einen Diesel, fährst du 10 Kilometer, gerade wird es warm, es wird kuschelig und dann musst du schon wieder raus. Kennst du das? Ja, klar. Das ist nicht schön. Unser Golf 6 ist ein Winterprojekt. Und was gehört zum Winterprojekt? Eine Standheizung. Ah, wie du das schon umarmst. Ich sehe es schon hier. Standheizung bei einem Golf 6. Benziner. Das wird sehr interessant. Hier haben wir eine Bedienungsanleitung. Hey, das ist auf Russisch hier, oder? Ja, Russisch, Chinesisch, keine Ahnung. Allergie. Oh. Oder werde ich krank? Boah, eine Standheizung. Ich zeige euch erstmal das ganze Produkt und danach sage ich euch, was es kostet hat. Okay. Hier haben wir unsere Standheizung. Eidosch. So sieht das Ding aus. Mhm. Made in China. CE-Zeichen, genau. Webasto ist Nummer 1. Und danach kommt, glaube ich, Eisenbrecher oder so. Habe ich auch schon mal oft gehört. Hier haben wir ein Relais. Dann haben wir eine Pumpe. Wir haben hier eine Antenne. Dann haben wir natürlich einen Schalter, wo du das Ganze nochmal bedienen kannst, einstellen kannst, wie warm es sein soll und so weiter. Runter. Danke. Oh, Fernbedienung. Haben wir eine Fernbedienung? Du stellst das ja jeden Morgen ein, sag ich mal. Aber jetzt bist du auf der Arbeit. Ich habe gleich eine halbe Stunde Feierabend. Geil. Mache ich schon mal an. Und dann kommst du in einen kuschelig warmen Auto. Also könnte ich vom zweiten Stock oben aus dem Büro draufklicken und dann wird das. Kannst du machen. Hier haben wir so eine Führung nochmal. So eine Kabelführung. Ich schätze mal, das wird hierfür sein. Sehe ich gerade. Ja, hierfür ist das. Damit wir nirgendwo ansteuern. Schön gemacht. Das tun wir auch mal drauf. So, das war's mit der ersten Kiste. Bei der zweiten Kiste ist ein Schlauch, den man zersteinen kann. Schellen. Selbststeinende Schrauben macht man. Sehr schön. Hier hat man den Schalldämpfer. Weil das Ganze wird ja mit Benzin betrieben, Eidosch. Und hier findet ja eine Verbrennung statt. Okay. Darum ist es auch laut. Dann braucht man einen Schalldämpfer, damit es nicht laut wird. Dann haben wir unseren kompletten Kabel. Ach, dann haben wir so einen Schlauch. So einen Metallschlauch. Das war so ein kleiner Motor, der betrieben wird da drin. Ja. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was den Wasserkreislauf antreibt. Das ist die Wasserpumpe. Ah. Natürlich, muss er auch haben. Dann haben wir jede Menge Bögen. Finde ich geil. Es ist für alles gesorgt, das finde ich schön. Dann hat man hier nochmal, ach so, das ist auch wieder ein Schutz hierfür. Ich glaube schon, nee, das ist wieder was anderes. Für so ein Teil vielleicht? Ja, das kann auch für ein Kabel, also das ist irgendwo ein Kabelschutz auf jeden Fall. Ja, das werden wir sehen. Dann haben wir natürlich Spritleitung. Wir müssen ja irgendwo Sprit abzapfen. Wir müssen ja unseren Kraftstoff irgendwie in die Standheizung bekommen. Und das ist unsere Leitung für die Kraftstoff. Das heißt, wir müssen da irgendwo an unsere Kraftstoffpumpe ein Loch reinmachen. Also wir gehen richtig in den Tank rein. Wir müssen in den Tank rein, ist doch klar. Der muss ja irgendwo am Tank zapfen. Also musst du ein Loch am Tank irgendwo machen? Nein, ne? Nein, nein, also ein Loch sollte man im Tank natürlich nicht machen. Irgendwo in der Kraftstoffpumpe sollte man das an natürlich machen. An der Kraftstoffpumpe. Für die Standheizung unsere Halterung. Also die das ungefähr nimmt kein Ende. Wie viel kommt denn da noch nee, aus diesem Karton? Das war's genau. Das war's. Ich dachte, das hört nicht mehr auf hier. Aber guck doch mal, so sieht das Ganze aus. Es ist gar nicht viel, ne? Wie lange wir jetzt dafür brauchen, weiß ich auch nicht, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Ich schätze mal, also so wie ich jetzt sehe, es sieht nicht nach viel Arbeit aus. Relais ist sehr interessant. Mal gucken, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wozu der Relais gut ist. Aber das werden wir jetzt sehen. So, jetzt gucken wir uns
unsere Elektrikern. Ich weiß gar nicht, ob wir was löten müssen, ob wir was machen müssen. Ach, ich wollte fragen, ist die Anleitung auf Deutsch? Nee, leider nicht, aber ich glaube, hier ist es auch ein bisschen selbsterklärend. Wir gucken uns das jetzt gleich das Ganze an und wir werden das gleich alles provisorisch anschließen. Okay? So, die Leitung, das ist ja alles klar, das tun wir alles hier hin. Und jetzt machen wir unser Kabel mal auf. So, ich sehe schon mal hier zwei Stecker. So, dieser Stecker sehe ich doch schon. Der kommt zu der Kraftstoffpumpe, darum auch so lang. Ne? Hier, für die Pumpe. Aha, Kraftstoffpumpe haben wir und die Wasserpumpe haben wir schon mal angeschlossen. Plus, minus, das sollen wir auf jeden Fall auf die Batterie anklemmen. Höchstwahrscheinlich brauchen wir, ja auch Dauer plus, ne? Ist ja klar. Das heißt, der zapft auch die Batterie öfter an. Ja, ja, muss er ja. Muss man eine stärkere Batterie haben? Ja, oder? Wenn du jetzt halbe Stunde heizt und du fährst 20 Minuten zur Arbeit, da heizt du da auch nochmal halbe Stunde. Mhm. Dann ist deine Batterie irgendwann platt. Das heißt, du steigst in deinen Wagen ein und der startet nicht mehr. Das sollte man nicht machen. Man sagt immer in der Faustregel, solange bis du zur Arbeit brauchst, sollst du heizen. Soll er vorheizen. Genau, und Eidosch überlegt gerade, wie lange brauche ich denn zur Arbeit? Hm. So. Hast du bemerkt, ne? Ja, ja. Gut, das ist plus minus. Okay, das ist auch easy. Aber warte mal, Sicherung. Wenn man das Auto gestartet hat, dann hört der auf, ne? Dann läuft er nicht mehr. Oder muss man den ausmachen? Ja, dann ist er aus. Ist ja klar. Aber der geht da automatisch aus oder muss man das selber ausschalten? Ja, du kannst es ja ausschalten, wenn du auch irgendwie jetzt heizen drückst. Merkt man das, dass er noch läuft? Ja, dafür haben wir ja eine Anzeige hier, Eidosch. Okay. Alles gut, alles gut. Dann haben wir nochmal zwei Schalter. Ah, das ist für den hier. Okay, das ist für die Standheizer. Aha. Ah, okay, guck mal. Ah, interessant. Okay, da haben wir noch eins. Tun wir auch mal rein. Also haben wir das auch schon mal angeschlossen. Ah, und dann haben wir einen sehr langen Kabel für unsere Anzeige. Ah! Eidosch, da haben wir ja schon alles angeschlossen. Du wolltest jetzt dich mal zurechtbiegen, sozusagen, ne? Ja, klar. Weil ich habe es ja noch nie gemacht. Ja, klar. Das sieht ja easy aus. So, natürlich hier, die Antenne kommt da drauf, ist klar. Das kommt in die Tasche, wenn ihr nicht wisst, wohin. Ja. Und das hier an die Batterie. Weil der ist mit einem Relais geschaltet. Du kannst hier nochmal ein extra Relais drauf machen, sehe ich. Ich müsste mal schauen, aber ich glaube, der ist für den Lüfter. Mhm. Genau. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal Zündungsplus brauchen. Brauchen wir Zündungsplus überhaupt? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen, ob wir das brauchen oder nicht. Aber hier, weil der auch hier zum Schalter geht. Ah, sehr interessant. Also geht der hier zum Lüfter. Ja, Lüfter. Sobald die Standheizung läuft, muss der Lüfter ja innen drin auch laufen. Normalerweise brauchst du es auch nicht, Eidosch. Weil wenn dein Wärmetauscher warm wird, innen, ja, dann wird der Wagen auch warm. Aber es wird natürlich nicht reichen. Deswegen, Lüfter ist klar, müssen wir anschließen. Wie wir den, wo wir den anschließen, weiß ich nicht. Es kann nur sein, dass Stufe 4 zu viel Strom abziehen würde. Das muss ich mal reinfuchsen, was das sein soll, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nochmal Zündungsplus oder so ist, glaube ich nicht. Es ist simpel, aber ist es auch in der Praxis simpel? Das wirst du dann währenddessen erfahren. Ja. Was für Vorteile hat eine Standheizung? Aber weißt du was? Erwärmt er auch den Motor schon? Weil du hast einen kompletten Kreislauf schon durch den Motor. Erhitzt deinen Motor schon. Okay. Und weißt du, was das Geile dann ist? Natürlich, was haben wir gelernt? Kalter Motor spritzt viel mehr Benzin oder Diesel ein. Dass du schon einen warmen Motor hast, dass du schon weniger verbrauchst. Ja, apropos verbrauchen, klar, das Ganze läuft ja nicht mit Liebe. Der mit hat Benzin. Mit Benzin, ja. Der verbrennt beides. Diesel auch? Ja. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt einen Catch-Tank, bauen uns diesen Motor ein, bauen uns diese Ansaugung ein und so weiter und so fort. Und wir könnten das Ganze mit Diesel laufen lassen. Okay. Das ist ja krass. Ich habe ein, zwei Videos gesehen, wo die gesagt haben, ja, TÜV-technisch und so, müsst ihr aufpassen, ihr dürft kein No-Name nehmen, weil ihr keine Eintragung bekommt. Also ganz ehrlich, ich persönlich habe das noch nie gesehen oder gehört, dass man eine Standheizung extra nochmal eintragen muss. Das ist ja keine Gasanlage. Bei einer Gasanlage baust du eine Gasanlage ein, die tragst du ein, die muss auch funktionieren beim TÜV. Funktioniert ja. Die nicht, kriegst du keinen TÜV. Und bei einer Standheizung ist das so, wenn du es verbaut hast und das echt eintragen musst, dann muss es auch funktionieren und kontrolliert werden. Mhm. Das heißt, funktioniert die Standheizung nicht, kriegst du keinen TÜV. Schwachsinn. Habe ich noch nie gehört. Also ich will da auch nichts Falsches sagen. Falls ihr was wisst, könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben.
Aber ich selber habe es noch nie gehört. Ist es auch sehr selten, dass sich einer an Standheizung einbaut, oder? So selber meine ich jetzt mal. Ja, anscheinend, weil ich habe ja überhaupt keine Videos gesehen. Eine Wasserstandheizung. Wir reden nicht von einer Luftstandheizung. Es gibt ja diese Luftstandheizung, die nicht mit Wasser betrieben werden. Das heißt, die verbrennen durch einen Lüfter, geben die sofort die erhitzte Luft ins Motorinnere. Wir haben hier ein CE-Zeichen, europaweit geprüft ist und den Anforderungen entspricht. Jetzt wird es interessant. Also einer, der nur mit Standheizung zu tun hat, hat mal letztens einen Bericht rausgehauen, was ich gesehen habe, sich die Aufgabe gemacht, einen originalen Webasto-Standheizung zu nehmen und diese Standheizung zu nehmen. Die gleiche hier? Und das Ding auseinandergebaut und sehe da, es war alles gleich. Baugleich. Ihr wisst ja, wir hatten so eine sehr schlimme Phase mit der Pandemie und so. Könnt ihr euch daran erinnern, wer der erste Infizierte war? Es war ein Chinese bei der Firma Webasto. Ja, deswegen habe ich auch diesen Namen der Firma schon mal gehört. Bei Webasto kostet sowas hier, also allein diese Standheizung, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich bin jetzt nicht in der Materie drin, aber so, wie ich jetzt gehört habe, ich sag mal, nagelneu 1200 Euro aufwärts. Na, stell dir mal vor. Und das hier alles kostet 290 Euro. Ja. Ich gebe es nur weiter, was ich gehört habe. Also es ist alles ohne Gewähr. Ne? Nicht, dass ich morgen einen Anruf von Webasto bekomme. Jetzt natürlich wollen wir das Ganze einbauen. Es wird natürlich sehr interessant, wie das Ganze laufen wird. Ich frage mich, wo du das einbaust. Welche Stelle du dir aussuchst. Genau, da fangen wir ja natürlich die ganzen Probleme an. Ne? Du musst ja erstmal wahrscheinlich schauen, wo du diese Halterung hinmachst. Wir müssen gucken, dass wir die Wasserschläuche schön vernünftig verlegen, ohne dass es irgendwo reibt. Die Benzinleitung super schön verlegen, ohne dass sie irgendwo reibt, ohne dass sie im Auspuffbereich ist. Es wird sehr interessant. Ne? Und das hier müssen wir natürlich auch abmessen. Das ist ein halber Meter, sogar mehr. Also wir haben nicht so einen breiten Tag. Das heißt, wir müssen viele Sachen anpassen. Klar werde ich jetzt nicht jede Schraube euch zeigen, wie wir das mit Benzin machen, Elektro. Dieser Relais wird natürlich sehr interessant. Das reicht, ob wir wirklich ein zweites brauchen. Ich habe es noch nie gemacht, aber wenn das Endeffekt sehr gut laufen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das öfters machen werde, vielleicht sogar anbieten werde. Wer weiß. Mhm. Ich meine, Anfragen werde ich so oder so, glaube ich, kriegen, wie immer. Aber mal schauen. Das ist Touch Eidosch. Und hier ist ein Display. Erstmal eine Stelle finden. Wo verbauen wir das Ganze? Siehst du ja, in so einem Golf ist nicht gerade viel Platz. Obwohl, ich finde, das geht. Guck mal, hier ist was. Aber da hinten könnte man vielleicht. Aber da ist man ja zu Raum am Inneren. Ne? Mara hat sich schön ausgetobt hier. Wenn wir hier unsere ABS-Steuereinheit nicht hätten. Das da hinten? Dann hätte ich das da eingebaut. Das wäre geil. Ich könnte jetzt nicht einfach irgendwo Schläuche abschneiden und dann später machen. Nein, es fängt auf jeden Fall mit dem hier an. So, ich zeig dir mal jetzt ein Originale. Guck mal, wie der zum Beispiel verbaut ist. Siehst du das? Das ist vom Webasto, ist eine Originale. Aber ist die undicht oder was? Hm, komisch, müssen wir auch mal anschauen. Ein bisschen sauber machen eigentlich, ne? Ja, so, der ist so verbaut, ne? Mhm. Aber das ist natürlich, guck mal, da ein Schlauch und danach geht das Ganze so weg, ja? Okay, bei einem V10 haben wir auch nicht viel Platz eigentlich. Ja, die haben jede Stelle ausgenutzt, was man, ne, wo man was reinmachen kann. Und die haben das dort gemacht. Und jetzt müssen wir uns auch einen Platz finden. Das heißt, die Stoßstange werden wir erstmal abbauen. Und dann schauen wir uns mal gemütlich an, wo wir einen Platz finden. Und von dort fangen wir an. Geil? Ja. Ich freue mich schon. So, Leute. Und das seht ihr im nächsten Video. Weil sonst wird es einfach viel zu lang. Ne? Und dann, hast du lang geredet? Ja, aber es ist ja sehr interessant, sowas. Ich habe ja nichts gesehen. Und wenn ich was gesehen habe, waren die so, ja, wir bauen heute eine Standheizung ein. Geil, es funktioniert. Ja, es wird heiß. Wow. Oh, danke fürs Zuschauen. Ja, weißt du so, erzähl doch, ich will doch wissen, ey, wo hast du das angeschlossen? Hast du das in den Lüfter angeschlossen? Was hast du getan? Was ist das für ein Kabel? Was ist das? Was ist dies? Also, ich habe nichts gefunden da. Ich habe es ja bestellt, ich wusste gar nicht, wie der Kabelbaum ist. Keiner hat den Kabelbaum mal hier gezeigt. Ist das so kompliziert? Was ist das? Kriege ich jetzt eine 200-seitige Schaltplan oder so? Ich weiß es nicht, wusste es nicht. Und dann kriege ich diesen Kabelbaum. Der ist ja schon Plug and Play. Einfach anschließen.
Ey, auch für 280 Euro, wenn das Ding klappt, ich sag dir. Super, 290, jetzt hast du 80 gesagt. 180 gab es auch welche. Wie viel hast du denn jetzt gekauft? 279, glaube ich, oder? 279 plus 10 Euro Gebühr. Versand. Versand und so, ja. 290. Also, er sagt 300. Das ist doch okay. 300 Bestand halt so. Gerade hast du aber für 10 Euro Dings gemacht. Jetzt machst du 10 Euro teurer oder was? Das ist Eidosch. Drama. Egal, komm. Eidosch, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Standheizung bei dem hier einbauen. Bis dann, haut rein. Ciao. Bin soweit. Ich habe mir so eine Stütze gebaut mit Gewinde. Hab dann halt 13er drauf geschweißt. Und jetzt guck mal, dann wird das Ganze so kommen. Man kann es auch verstellen. Drehen. Ja, geil. Und dann werden wir das Ganze auch noch hier verlegen. Hast du sehr schön gemacht. Ich habe das gut beobachtet. Genau. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Dankeschön.